von der Tour de France. Witzig, witzig, ich weiß, witzig. Wie wir alle gelacht haben, yeah. So, du. Oh no. Du gehst mal direkt dahin. Mal sehen, wie lange es dauert, bis die nächsten Städte religiös werden. Müssen viele Städte werden. Und wann kriege ich eigentlich meinen nächsten Propheten? Oh. Bald. Sehr bald. Was? Das ist doch wohl ein Scherz. Ich habe noch eine Runde gebraucht und dann sowas. Oh, das Spiel kotzt mich an. Es kotzt mich an. Ich hoffe, dass die Mauer jetzt gebaut ist. Wenn die Mauer nicht gebaut ist, dann werde ich sehr aggressiv. Und mit sehr meine ich Hulk-mäßig aggressiv. Aggressiv in aggressive Dings. Okay. Städte, die wir alle besuchen wollen. Berlin war das, glaube ich. Und ist nicht. Da will ich einmal ein Wunder bauen. Ne? Einmal ein Wunder. Ich mache sonst nie was. Aber dann will ich mal so ein Wunder machen und denke mir so, Wunder könnte den Leuten gefallen und dann sowas. Das ist wie ein Tritt ins Gesicht. So. Künstlergilde. Ja, jetzt. Direkt. Sofort. Da werde ich aggressiv. Könnte ich kotzen. Kotzen hier. Steinwerke. Oder? Wo war eigentlich dieses Dings? Wir haben doch ein Bild. Das ist in Berlin. Okay. Was passiert, wenn ich darauf klicke? Was passiert dann? Palast. Ja. Was auch immer ich da mache. Ich habe ja noch mehr. Wie, der will noch eine Stadt gründen. Wie an meiner Stadt. Wie hier irgendwo. Dann gibt's Schelle ins Gesicht. Der hat gesehen, wie ich Krieg geführt habe. Ging schnell vorbei. War Witzkrieg. Hat schnell angefangen. Hat schnell aufgehört. Oh, der hat meine Religion angenommen. Das ist nicht immer eine gute Sache. Das ist immer eine gute Sache. Ah, München hat die jetzt auch. Und hat er auch andere Städte vielleicht? Nur mal so gefragt. Nee. Auch gut. Und hier unten ist sowieso der Katholizismus. Die französischen Städte wachsen weiter und gedeihen. Wachsen und gedeihen. Vielleicht könnten wir auch in London reingehen, also England. Da können wir auch sehr gut Krieg führen, aber das ist halt Seekrieg und Seekrieg ist kein guter Krieg. Da warte ich eher, bis ich die Bombe habe. Natürlich kann die sich dann auch ausbreiten. Woanders hin. Egal. Kornspeicher, Kornspeicher, Kornspeicher. Nächste Runde. Auf jeden Fall kriegen wir hier einen ziemlich hohen Aufschwung. An alles. Dieses Straßennetz, ne? Ich finde das überaus hässlich. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Aber das müssen die mal überarbeiten. Mehr geradlinig machen. Ich meine, es macht schon Sinn, wenn das ein bisschen geschwungen ist. Aber in der Realität sind die auch nicht alle direkt geschwungen. In der Realität ist das alles ein Netz, die von einer Stadt in die andere Stadt führt. Und von einer Straße in die andere Straße. Und ich habe endlich meinen Propheten. Geht doch.
Bauernhof. Bauernhof. Du gehst da runter. Welche Stadt ist das? Trilz hat eine Religion an. Was? Was? Nein! Aber Köln hat eine Religion, das ist schon mal gut. Wehe, der kriegt Katholizismus. Das wird direkt ausgetrieben. Zwar sofort. Warum ist jetzt schon wieder Unzufriedenheit? Na, ja, aus besetzten Städte. Ja, aus Bevölkerung. Aus Bevölkerung. Mann. Da läuft's mal gut und dann läuft's wieder aber schlecht. Warum? Warum? Das soll mir mal einer sagen. Warum? Produktion. Was kannst du so machen? Auch nicht mehr viel. Also schon viel, aber nicht so viel. Religion verbessern. Zweiter Anhängerglaubenssatz. Also jetzt wird mal gezeigt hier, ne? Jetzt zeigt hier der Ahnung hat hier. So. Schreine bringen an zu reden, steht mit drei Anhängern. Ja, habe ich nicht. Ich habe kaum Anhänger von Religion. Schreine und Tempel bringen jeweils eine Nahrung in der Stadt. Das klingt gut. Ja. Und hier gab es noch irgendwas. Religion verbreitet sich 30% schneller in weiter entfernte Städte. Religion breitet sich 25% schneller aus. Weil sich doppelt so schnell in freundlich gesinnte Stadtstaaten aus. Eine Unkühe. 20% Kampfstärke Nähe feindlicher Städte mit dieser Religion. Also Wanderprediger oder religiöse Texte. Ach komm, das. Religion verbessern. Yep. Dann müsste das auch bald besser werden. Da ist nämlich auch ein höherer Druck jetzt. Jo. Troyes. Troyes hat Köln hat angenommen. Und hier hat er so und so erreicht. Jojo. Jojo. Poco, pero. Na klar. Forschungsabkommen jederzeit. Forschungsabkommen bringt nach einer Zeit und so. Wisst ihr ja. Nein, ich will keine offenen Grenzen. Und da ist gerade ein Haufen im Mikro gelandet. Jetzt ist es weg. Also ein Hundehaar. Keine Ahnung, wie das von oben runtergefallen ist. Auf das Mikro. Auf das Schreibtisch. Ist aber auch sehr staubig, das Mikrofon. Müsste ich mal reinigen. Irgendwann mal. Also so staubig ist es jetzt auch nicht. Ich werde es jetzt nicht sauber machen. Nein, 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 nein. Oder? Nein. Welche Stadt wird denn religiös? Gut. Den Katholizismus will ich nicht haben. Die Vatikan und alles. Braucht man nicht. Du baust. Du gehst hin, baust deine Straße. Hier sieht das doch schon viel besser aus. Hier gibt es keine Grenzen. Geht's einmal schwunghaft einmal durch. So. So. Markt. Ja, Werkstatt, Garten. Münzanstalt. Krieg ich nochmal Geld, glaube ich. Geld kann man immer gut gebrauchen. Nächste Runde. Dann haben wir auch die Künstlergilde. Dann kriegen wir Künstler. Und ich hoffe irgendwann mal auf Leonardo da Vinci. Da Vinci. Ja, komm. Kein Problem. Was machst du da? Ich glaube, der will Krieg gegen mich führen. Der ist auf jeden Fall überall aufgestellt. Ha. Das sieht tatsächlich danach aus. Verdammt. Ist er irgendwie neidisch auf mich? Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall war er doch freundlich. Wir haben uns alles. Da will ich erstmal nachhaken. Sie glauben, wir bauen zu. Ja, super.
Aber sonst, wir haben zusammen gegen gemeinsamen Feind, Freundschaftserklärung, Botschaft in der Stadt. Oder der ist einfach so gierig. Einfach von alleine so gierig aus. Wäre natürlich schlecht, aber was soll man machen? Man kann ihn töten, ja klar, aber... Was soll man anderes machen? Also, ich könnte natürlich, da seine ganzen Einheiten jetzt außen sind, könnte ich mit anderen Einheiten von hier aus, von Richtung Tours aus rein marschieren. Mir Antium holen, Rom, die Städte da unten. Wäre kein Problem. Kein Problem war das. Ernsthaft? Kein Problem. Ich muss das hier mal reparieren. Da würde ich auch Zufriedenheit bekommen, merke ich gerade. Wenn man Bautrupp, der machen Bautrupp, der das macht. So. Ich glaube, der greift gleich an. Ja. Ja, der geht in meine Richtung. Warum sollten die sonst so weit reingehen? Wenn er angreift, ne? Wenn der angreift, ich schlag den zurück. Und wenn ich zurückschlage, dann schlage ich auch alles, was er besitzt, zurück. Ich frag mal Alexander, wie er die Lage sieht. Gleich mal. Karawane griechisch. Von Athen nach Tours. Warum nicht? Wie sieht denn Alexander diese Lage mit Griechenland? Die? Die Verkörperung des Blutdurst erscheint persönlich. Was habt ihr mit mir zu bereden? Ja klar, keine Ahnung. Sei nur so arschig zu mir, habe ich auch kein Problem damit. Geil. Haben wir Botschaft schon? Ja, Botschaft schon. Wir sprechen. Wir gehen ja gleich los. Sollen wir einen Krieg erklären gegen Augustus Caesar? Ja, will ich. Hat ja nur gerade Krieg, ne? Ist ja nicht so, als wäre das ja nicht schlimm. Nein. So, du, aus Monument. Du da. Schließt Lücken. Und du auch. Dahin. Dahin. Ist da nichts? Da ist nichts. Dann brauchen wir sie Gewehr. Nächste Runde. Es läuft und erwartet gut. Muss ich sagen. Von Schwedland nach London nicht. Noch ein weiter Weg. Ziemlich weiter auf Weg. Was soll man machen? Was soll man? Vielleicht wäre es doch immer eine bessere Idee, aber mal Hamburg hier hinzustellen, statt hier. Wir könnten die Schiffe ohne Problem einfach von hier so durchfahren. Budapest bricht die Quest ab. Warum denn? Kampfpolitik einführen. Jo, super. Das ist eine sehr schöne Sache. Aquädukt. Du. Straße hier hin. Wir treffen uns alle. Das ist nicht schön. Ist das nicht schön? So. Nächste Runde. Dann haben wir auch die Bautrupp wieder. Also einen weiteren Bautrupp. Der Caesar verhält sich unauffällig ruhig. Also wenn ich wirklich Krieg mache, muss ich mich auch hier verteidigen können. Ich müsste auf beiden Seiten Einheiten machen. Das könnte ein bisschen dauern. Oh, der hat ja glaube ich gerade sogar noch Krieg gegen... War das nicht so? Ich kann ja kurz nachgucken. Diplomatieübersicht. Weltpolitik. Freunde. Ne, haben keinen Krieg.
Frömmigkeit 3, Patron 101. Ja, klar. Wer dieses Schwert aus Handelsverlauf, eure Beziehungen. Ja, ist ja gut. Mal sehen. Würde es noch die 7 Runden? Ne, warte ich nicht. Kaufe ich Gerichtsgebäude. Unsere Zufriedenheit herrscht wieder. Jo.